California. Dann muss mal einer anstellen und den Code eingeben. So, jetzt kommen wir hier bei mir im Trautenheim in L.A. Ich bin hier in L.A., muss man sagen. Wir sind genau in der richtigen Nachbarschaft. Ich mache einen Film. Ich mache einen Film mit einem Budget von 300 Millionen. Das betrifft ganz klar Achtung fertig, Charlie. Hey, how you doing? Good. Ist cool hier. Ich muss jetzt auch sagen, dass meine Nachbarschaft in L.A. ist es wichtig, muss ich es so tun als ob. Ich habe gefunden, weißt du, wenn ich noch mal da bin, kaufen wir eine Hütte. So, da wären wir es. Mein Zuhause in L.A. Ich habe es endlich geschafft. Sie haben mich in der Schweiz schlussendlich nicht für irgendwelche Filme brauchen. Also habe ich gefunden, dass ich die Rechte von Hollywood. Ja, haben wir gemerkt, es geht ein bisschen länger, bis er abstellt. Was ist los mit dem Auto? Was macht das so viel? So, sieht man vielleicht, ist noch wichtig, in L.A. muss mehr als ein Fahrzeug haben. Das ist der, den ich auf Gas mitnehme am Abend, wenn ich mit dem Eminem unterwegs bin. Oder, wo ich ein pimpiges Auto habe gefunden, schwarz. A car like this. Ja, ich habe hier noch ein europäisches Auto natürlich. Oder? Das Oldmobile. Ich würde sagen, wir gehen rein, schauen das Haus an. Das Haus ist wirklich... Ich kann es kaum abwarten. Also gehen wir ins Haus rein, ich empfange euch dort. Gehen wir schnell ein bisschen Zweck machen, duschen, Shampoo, Deo, rasieren. Also, da ist das Haus, wo der Grind angeschlagen. Ja, kommen wir rein in die warme Stube. Da hängen wir alle zusammen. Me and my homies. Büro. Da läuft so alles Geschäftliche ab. Das Geschäftliche, wenn ich telefoniere mit den grossen Hollywood-Produzenten. Oder? An alles. It's the paradise. The fucking paradise. Schau mich an. Ja, das ist mein Tonstudio. Was soll ich dazu? Ich meine, ganz ehrlich, es ist wichtig, dass man als grosser Schauspieler und man schaut, dass man einen kleinen Nebenjob hat, weil ich habe so viel Freizeit. Ich mache Musik für berühmte Leute. Ich bin als Multitalent, oder? Ich bin ja bekannt in der Schweiz als Multitalent. Mein Eigentümer ist auch als Multitalent. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Eminem kommt ab und zu vorbei. Macht mit ihm ein paar Tracks. Ja, oder? Und da hinten Klavier und so. So sieht es eigentlich aus, als Tonstudio. Und Eminem ist ein bisschen grösser, aber er sagt auch, er liebt ein klein. Dafür gut zum Handeln. Gehen wir weiter. Ich gehe mit der Tür funktionieren. Passiert ab und zu.